Yummy! Die Adventszeit lockt mit vielen süßen Sünden und wir sind alle in der Bredouille. Nachgeben oder naschen oder stark bleiben und verzichten? Das muss nicht sein. Wie wir die Balance zwischen gesund und lecker schaffen, ohne verzichten zu müssen, dabei helfen uns diese 5 Expertentipps bei einer neuen Folge. Plätzchen, Glühwein, Gans und Stollen. In der Adventszeit hört das Essen gefühlt nie auf. Und der Höhepunkt kommt dann mit den Weihnachtstagen und Silvester. Jetzt abnehmen zu wollen, erfordert viel Mut. Aber wie heißt es so schön? Man nimmt nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Britische Forscherinnen der Universitäten Loughborough und Birmingham sehen das ein wenig anders. Ihren Auswertungen zufolge nehmen wir im Schnitt übers Jahr etwa 1 Kilogramm zu, wobei ein großer Teil dieser Zunahme auf die Adventszeit entfällt. Aber dabei kann man sich auch ab und an etwas gönnen. Es gibt nämlich einfache Tipps und sogar eine Studie, um trotz voller Tafeln schlank zu bleiben. In der Winter Weight Study testeten die Forscherinnen einfache Tipps und Verhaltensweisen, die uns fitter durch die Adventszeit bringen und vor dem Zunehmen bewahren sollen. Alle Teilnehmer wurden von November bis Februar monatlich gewogen und vermessen. Während Frauen und Männer, die diese Tipps befolgten, nicht zunahmen und sogar im Schnitt 0,13 Kilogramm abnahmen, legten die Teilnehmer, die schlemmten wie bisher, rund 0,4 Kilogramm zu. Also, bereit für die 5 Geheimnisse der Studie? Los geht's! Erstens, aufhören zu essen, wenn man satt ist. Jeder kennt's. Man ist satt, aber es ist so lecker, deshalb nimmt man sich halt noch einen Nachschlag. Wer hier nochmal zulangen möchte, sollte sich eine einfache folgende Frage stellen. Befriedigen mich 3 oder 4 Löffel mehr? Brauche ich sie wirklich? Oder fühle ich mich danach eher schlechter als besser? Durch diesen Moment des kurzen Innehaltens trainieren wir wieder mehr auf unser natürliches Sättigungsgefühl zu vertrauen. Das ist nicht ganz einfach und funktioniert auch nicht von heute auf morgen. Aber je öfter wir es üben, umso besser gelingt es uns. Und ein kleiner Tipp, was noch dabei hilft? Langsamer essen. Unser Körper benötigt etwa 20 Minuten, um Sättigung erfahren zu können. Haben wir in dieser Zeit schon einen Teller Plätzchen vernascht, kann unser Körper uns gar nicht rechtzeitig warnen. Mit kleinen Portionen auf dem Teller essen wir automatisch langsamer und schenken unserem Körper Zeit, ein Sättigungsgefühl dann auch wirklich wahrzunehmen. Zweitens, eine nährstoffreiche Basis legen. Natürlich können wir uns gerade an besonderen Tagen etwas gönnen. Allerdings sollten dabei Vitamine und Spurenelemente zwischendurch für Ausgleich sorgen. Denn Nährstoffreiches ist nicht nur gesund, es sättigt auch besser und fördert unser Sättigungsgefühl. Wenn wir vor allem unverarbeitete und pflanzliche Lebensmittel essen würden, sorgen die darin enthaltenen Nähr- und Ballaststoffe automatisch dafür, dass wir recht bald mit dem Essen stoppen. Versuch mal deine Adventsleckereien mit möglichst gesunden Beilagen zu bereichern. Plan zum Festtagsmenü beispielsweise eine zusätzliche Gemüsebeilage ein oder wie wär's mit Salat und einer Suppe vorweg und als Nachspeise eine schöne Variation an frischem Obst. Übrigens, ein schönes Stichwort für Punkt Nummer 3. Naschereien einen gesunden Twist verpassen. Plätzchen, ja, aber die gibt's auch in gesund. Wenn du hier ein paar Rezepte noch benötigst, dann verlinke ich dir unten eine Rezeptsammlung in die Beschreibung. Der beste Zeitpunkt für Naschereien zum Festtagsmenü ist übrigens nach dem Hauptgang. Lass hier aber dann auch gerne noch etwas Luft für die Nachspeise ein und mach zwischen den Gängen genügend Essenspausen. Je länger wir die Essenspausen ausdehnen und nicht durch Snacks unterbrechen, umso länger nutzt unser Körper die vorhandenen Energiereserven. Wer doch was zum Zwischendurchnaschen benötigt, dem raten die Forscher zu Nüssen, Obst und Maronen. Die sind im Vergleich zu anderen Nussarten fettarm und reich an Ballaststoffen, Vitaminen und Spurenelementen. Damit sind sie ein perfekter Snack für zwischendurch, eine gesunde Füllung für Geflügel oder eine Beilage für dein Hauptgericht zum Beispiel. Viertens, Spaziergänge einplanen. Die gemütliche Adventszeit kann uns dazu verlocken, weniger aktiv zu sein. Auch ich kenn's. Die Forscherinnen empfehlen dennoch 10.000 Schritte am Tag zu gehen. Nicht nur für unser Gewicht, sondern auch für unser Immunsystem und unsere Laune. Plane dafür am besten feste Zeiten ein. Aber auch tagsüber sollte man sich mindestens jede Stunde einmal bewegen. Und den Knopf auf der Fernbedienung drücken, das zählt nicht.
Wer hier ein wenig Inspiration benötigt, dem empfehle ich die Activity Challenge in der kostenlosen Lavita App. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Und fünftens, Essenszeiten festlegen. Weißt du was Tolles? Wenn wir ausreichend Zeit zwischen den Mahlzeiten verstreichen lassen, dann verbrennt unser Körper gespeichertes Fett. Aber wir müssen ihm dabei helfen. Plan deshalb maximal 3 feste Mahlzeiten am Tag ein, um deinen Körper Pausen zu gönnen. Dazu zählen auch die Mahlzeiten auf dem Weihnachtsmarkt oder der Weihnachtsfeier. Halte dich hier wirklich auch an die Zeiten, denn so vermeidest du Heißhungerattacken. So, das war's auch schon wieder für heute. Wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen Thema. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere sehr gerne den Kanal und gib mir ein Like. Und ja, ich freue mich natürlich auch, wenn du das Video sehr gerne an deine Freunde oder Bekannte weiterleitest. Dann eine wunderbare Zeit und wir sehen uns. Ciao. 0,13. Sorry. Sorry, ich habe noch eine Story. Geht zur Parkuhr, kostet mir Mark Money. Yummy. So, mach es nicht nochmal.